Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespieler und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Ja, Marcus? Verstanden. Verstanden. Nur mit erstmal nach da unten. Ja, weil wir müssen umdisponieren. Oh, und unsere Apotheke streikt schon wegen fehlender Reinigungsgüter. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Absolut nicht gut. Ich habe kein Reinigungsgütergebäude. Dann machen wir schnell welche. Und für das Gebiet brauchen wir 500 Gold. Ja. Oh, wir haben Besen und Seifenmacher. Ah. Na gut, jetzt haben wir noch mehr Besen und Seifenmacher. Sofort. Ei. Wie viel kostet das Territorium hier nebenan? Nur 200. Dann nehmen wir erstmal das hier ein. Weil durch das haben wir dann auch keine Verbindung zum nächsten Territorium. Ah, zum Eisenterritorium. Aber wir haben schon mal mehr Viehbestand, was gut ist. Wie viele Holzfäller haben wir? 3. Der Fischer ist leider dann im nächsten Gebiet. Und ja, eigentlich müssten wir auch das Territorium einnehmen, um dann an die Steine zu kommen. Gute Nachrichten! Alle Siedler haben sich von ihrer Krankheit erholt und können wieder arbeiten. Mit gesunden Siedlern können wir die Stadt aufbauen. Wir sollten zuerst die Stadtmauern wieder errichten. Solange in der Stadt Siedler streiken, haben wir keine Aussicht auf Erfolg. Wir müssen die Bedürfnisse aller Siedler erfüllen. Der letzte Streikende ist an die Arbeit zurückgekehrt. Die Probleme in Tios haben ein Ende. Gut. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, dann sorgen wir auch gleich mal für Brot. Dafür muss leider der Wald hier ein bisschen dran glauben. So. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Gut. Mauer wiederherstellen. Sollten wir eigentlich auch hinkriegen. Medizin wird hergestellt. Wir brauchen jetzt dringend Kleidung. Und wir brauchen mehr Holz. Auch ganz strikt. Ja, gucken wir mal auf die Wetterkarte. Da haben wir nämlich auch das Glück, dass wir durchgehend Sommer haben, weil wir im warmen Klima sind. So. Nahrung kommt langsam wieder durch unseren Fisch. Wir sehen, wie viel Räucherstuben haben wir. 2 Stück, die auf Maximum sind. Wir bräuchten allerdings noch mehr. Ja, Wolle ist auch so eine Sache.
Wir haben hier ein Kloster. Können wir dem Kloster was? Wir könnten dem Kloster Wolle kaufen. Super. Wir kriegen die Wolle allerdings nicht an den anderen. An den Banditen vorbei. Fisch haben wir genug, also lasse ich erstmal das Territorium in Ruhe und hole mir das Eisenterritorium lieber. Während ich die zweite Gerberei dringend mal ausbaue. Und den Jäger. Ja, den Farmer lassen wir. Zeit haben wir genug. Eigentlich. Also machen wir uns jetzt keinen Stress. So, was kostet das Territorium? 1000 Gold. Toll, hier gibt's Wölfe. Und den Bären gibt's auch hier. Ah. Verstanden. Was gibt's auf dem Territorium? Außer Wild. Nur Wild, okay. Wie ihr wünscht. Nein, hier gibt's Schafe. Ah. Praktisch. Ja, Klamotten sind halt immer noch wirklich Mangelware. Hier würde es auch Schäfchen geben. Hm. Verstanden. Wie ihr wünscht. Gibt's auf dem unteren Territorium Schafe? Das ist die gute Frage. Ich sehe Wild. Ich sehe doch mehr Wild. Ich sehe kein Schaf. Verstanden. Verstanden. Genau, Schafe sind das, was ich jetzt gerade am dringendsten bräuchte. Hier hätte ich 5 Schafe. Dieses Territorium kostet 500. Also nehmen wir das Territorium ein. Aber bau dich hier die Schafsweide. Die Schafsweide bauen wir lieber hier drinnen. Na, hier auch nicht. Am besten hier. Gibt's doch echt nicht. Da war gerade grün. Ich hab's gesehen. Da machen wir sie halt hier hin. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, die Schäfchen kommen. Das ist gut. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen.
Und wir können einen Jäger hier errichten. Sofort. Jawohl. Ei, alles klar. Und mal gucken, wie viel Befehl das Territorium mit den Steinen kostet. Da sollten wir uns dann nämlich als nächstes holen. Bitten wir so lange die Leute darum, in die Messe zu kommen, um Geld zu verdienen. So, jetzt wird auch Brot gebacken. Ich werde angegriffen! So, den Wolf kriegen wir hoffentlich noch tot. Ei, ei! Jawohl, jawohl! Ei, auf euren Befehl! Alles klar! Sofort! Auf euren Befehl. Verstanden. Verstanden. Okay, das schon Gebiet unterwegs kostet 300. Das ist okay. Und das kostet 1000. Also ja, 1000 Gold brauchen wir. Und kriegen sogar Kühe obendrauf. Weil unser Schäfer sollte jetzt wenigstens 5 Schafe haben. Ja, hat er auch. Damit wir ein paar Klamotten machen können. Jäger. Ich werde angegriffen! So, den einen Wolf kriegt Markus auf jeden Fall tot. Den zweiten sicher auch. Brauchen wir nur noch ein bisschen Gold. So, jetzt haben wir Gold. Um das Territorium einnehmen zu können. Wie ihr wünscht. Verstanden. Wir können auch gleich hier ein Tor planen. So. Wir müssen nämlich hier zumachen. Ja. Hier bräuchten wir dann auch wahrscheinlich ein Tor oder eine Straße drumherum. Die dürfte ausreichend sein. So, hier kommt der die Kuhweide hin. Die Jägerhütte noch ausbauen. Alles klar. Alles klar. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jawohl. Gut, wir haben ein Territorium.